Servus miteinander, hier ist wieder euer Frankenzocker. Wir spielen weiter Civilization 6 mit der Erweiterung Rise and Fall mit der Zivilisation Schottland. Wir sind ja schon ziemlich weit gekommen inzwischen. Also finde ich zumindest. Die Pro-Gamer sehen es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich bin kein Pro-Gamer. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe. Ah, da unten haben sich jetzt die Franzosen breit gemacht. Aha, okay. Wir haben kaum noch Platz. Ich denke mal, es wird früher oder später auf den Krieg hinauslaufen. Wir haben hier noch einen Siedler gebaut, den wollten wir hier hinbringen. Und wir wollten da hier noch einen Siedler, oder hier glaube ich. Ja, hier wollte ich noch einen Siedler, um noch an diese Seite daran zu kommen. Ja, sieht gut aus. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Hier erkunden wir mal weiter. Da ist auch noch ein neues Luxusgut, was es erst jetzt seit der Erweiterung gibt. Nämlich Wasserschildkröten. Wäre natürlich auch eine interessante Option, aber ist ein weiter Weg von unserer Stadt dahin. Macht im Moment nicht viel Sinn, obwohl es da Eisen gibt. Mal gucken. Und halt viel Brachland, viel Wüste. Weiß ich nicht, ob das so gut ist für uns. Im Moment macht es auf jeden Fall keinen Sinn, eine Stadt so weit wegzubauen, die man dann durch Loyalität sofort wieder verlieren würde. Nächste Runde. So, wir haben eine große Persönlichkeit bekommen, die schauen wir uns dann gleich einmal an. Da gibt es wieder Eisen. Ja, da oben der Standplatz ist nicht so schlecht. Bloß der Weg dahin ist so schlecht. Sage ich jetzt mal. So, einen großen Wissenschaftler haben wir. Was bringt uns denn? Bibliotheken bieten plus ein Wissenschaft. Baut sofort eine Bibliothek in diesem Bezirk. Ich nehme da mal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon in jeder Stadt eine Bibliothek habe. Also in jeder Stadt, wo ich einen Campus habe, natürlich. Ich glaube aber schon. Campus, Gebäude, Bibliothek. Da mit Sicherheit. Gebäude, Bibliothek, ja. Und meine dritte Stadt, die hat, glaube ich, noch keinen Campus. Da haben wir auch gesagt, da machen wir keinen. Weil hier macht es nicht so viel Sinn. Weil wir würden uns nur die guten Felder nehmen, wo es sowieso schon Wissenschaft gibt. Mal sehen, mal sehen. Alles mal noch abwarten. Im Moment ist er noch nicht nötig hier in Haddington. Deswegen lassen wir das einfach mal noch. So, dann würde ich einfach sagen, wir sparen uns den Wissenschaftler auf, weil sonst bringt er uns ja nichts. Bibliotheken bieten ja doch, bieten bloß ein Wissenschaft, also ich hätte sofort zwei Wissenschaft zusätzlich. Aber nee, da warten wir noch, dass er noch eine Bibliothek baut. Beziehungsweise bauen kann. So, hier können wir wieder was produzieren, das Monument ist fertig. Hier wäre natürlich mal ein Hafen angebracht. Und damit wir auch endlich mal einen weiteren Handelsweg hier bekommen. Und ja, ich glaube, das machen wir auch. Kostet uns zwar 100 Öcken, weil wir hier das erweitern müssen. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Dafür gibt es dann 3 Brunnen für den Hafen. Und dann hat sich das praktisch in, wie viele Runden? In 33,33 Runden wieder amortisiert. Ganz schön lange Zeit. Das ist ja fast schon komplette Ära.
33,3 Runden. 3 Runden gibt es natürlich nicht, aber rein mathematisch ist das die korrekte Zahl. Jetzt klingt schon wie einer von Big Bang Theory. Klingt schon fast wie Sheldon. Aber ich bin kein Sheldon, keine Angst. So, mit dem gehen wir jetzt erst darüber. Oder gehen wir erst da hoch? Ich tendiere zu da hoch, bevor die Holländer das machen. Ich möchte nämlich unbedingt die Pferde da haben. Und deswegen stellen wir uns genau dahin. Aber mit dem Schiff haben wir uns, glaube ich, ein bisschen erholt. Ich glaube, wir sind da vorhin in einen Kampf geraten mit Barbaren. Wir schauen mal nochmal nach, was da los war. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr. Weiß nicht, ob es ihr noch wisst, ob ihr euch noch erinnern könnt. So, was ist hier noch los? Mal gucken, ob es hier irgendeinen Weg gibt zu einem weiteren Kontinent. Was bauen wir denn hier? Hier haben wir den Siedler jetzt abgeschlossen. So, Regierungsplatz. Habe ich eigentlich schon am... Ich muss mal wieder reinfinden. Ich glaube, ich habe zu viel Abstand gehabt zur nächsten Folge. Zeitalter brauche ich nicht. Ich brauche die... Wo sind sie denn, die Gouverneure? Naja, den Erzieher, also der uns ein bisschen was bringt für Wissenschaft beziehungsweise Kultur. Und die haben wir, glaube ich, untergebracht in... War das Genf? In Genf, genau, da haben wir die untergebracht. Dass wir hier mehr Gesandte haben. Können wir gleich mal schauen, ob wir da noch so zerrehen sind. Aber ich denke mal schon mit 5 Gesandten. Ja, aber ist knapp, ne? Also müssen wir bald den nächsten Gesandten schicken, bevor die uns den Suzerän-Status wieder wegnehmen. Das können wir nicht machen. Wir brauchen aber noch ein Stück. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, was ich im Moment für Regierung hier gemacht habe. 2 Einflusspunkte pro Runde bei Stadtstaaten, okay. Und Produktion für Marineeinheiten habe ich im Moment eingesetzt. Wir sind halt im Moment überhaupt nicht auf Militär ausgelegt. Aber wir sind ja auch friedliche Schotten. Ne? Die Engländer wollen uns noch nichts Böses. Noch nicht. Und deswegen können wir den Militär mal etwas vernachlässigen. Wenn es natürlich einen Überraschungskrieg gibt, dann stehen wir doof da. Ne? So, wie sieht es denn mit Bewohner aus? 6 von 10. Also das Aquädukt ist noch nicht zwingend nötig. Ich überlege, ob ich hier den Regierungsbezirk baue. Wie sieht es denn hier mit der Loyalität aus? Ja, wir kriegen ein bisschen Druck von Den Haag. Ich glaube, wir bauen auch in der Hauptstadt den Regierungsbezirk. Jetzt kann ich bloß kein Feld mehr erweitern. Und hier, ich könnte ihn hier bauen. Hahaha. Regierungsbezirk. Ich könnte ihn auch hier bauen. Und später ein Lager da hinten. Ich baue mal den Regierungsbezirk hier. Nächste Runde. Und einen Schluck für den Flankenzucker zum Trinken. Prost! Schauen wir mit dem Schiff weiter herum, was hier so abgeht. Ja, da sind sie wieder. Wir brauchen unbedingt auch eine Quadrimere. Können wir die überhaupt schon bauen? Ja, wir können schon Quadrimeren bauen.
Jetzt kriegen wir, glaube ich, gleich wieder die Hucke voll. Weil die Quadrimären sind schon sehr stark. Also in dieser Zeit noch. Ja, da kommen sie schon wieder. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich nicht anders erwartet. Ja, dann flüchten wir mal wieder. Wir müssen aber im Hafen bleiben. Wir können im Moment hier nicht durch. Wir werden uns denen mal entledigen müssen. Schauen wir mal ein bisschen da lang. Ja, das geht auch nicht durch. Da haben wir einen Durchgang. Das sieht gut aus. Da können wir mal schauen. Gibt es da unten noch was zu entdecken? Da kommen wir wahrscheinlich eh nicht durch. Wenn wir nicht irgendwas aushandeln mit offenen Grenzen. Dann schauen wir doch mal darüber. Nächste Runde. Da ist schon wieder irgendwo ein Barbarendorf. Wir haben Barbaren entdeckt. In der Nähe von Edinburgh. Na, den werden wir doch gleich mal Einhalt gebieten, ne? Ach, ich hätte gar nicht vorgebraucht. Da hätte ich gar nicht vorgebraucht. Wo ist denn mein Krieger? Ich habe hier keinen Krieger. Ich habe überhaupt ziemlich wenig Truppen, sehe ich gerade. Ich muss doch einmal ein bisschen was mit dem Militär hier machen. So, jetzt gehen wir mal dem Siedler hier entgegen, bieten wir mal dem ein bisschen Schutz. Ja, mit dem flüchten wir jetzt wieder. Und mit dem schauen wir mal darüber. Mal schauen, ob wir da drin durchkommen. Nein, natürlich nicht. Da ist wieder das tiefe Meer. Und wir können ja tiefe Meere, also Ozeane, noch nicht bereisen. Wir können nur die Küstengewässer entlang fahren. Für große Reisen über den Ozean sind diese Schipper noch nicht geeignet. So, muss ich mir mal umschauen. Regierungsbezirk, hier machen wir den Hafenbezirk. Und da machen wir Handelszentrum. Ja, damit da mal ein bisschen Geld hier reinkommt. Damit wir mal allmählich das Militär ein bisschen verstärken können. Das ist eine komische Musik hier, das ist aber nicht typisch schottisch. So. Dann gehen wir mal mit dem weiter dann auf, verfolgen wir weiter unser Ziel. Mit dem Siedler da oben eine Siedlung bauen. Und mit dem heilen wir uns wieder. Und den machen wir gerade zunichte hier. Erledigt. Da kommen wir da durch. Nein, auch nicht. Handelszentrum ist fertig. Vor der Erweiterung war es ja so, dass man sofort einen Händler mehr haben konnte, wenn das Handelszentrum fertig war. Ihr seht, ich habe immer noch nur einen Handelsweg, weil jetzt gilt, jetzt muss auch der Markt gebaut werden, damit ich eine zusätzliche Handelswegkapazität bekomme. Also, damit sich das Handelszentrum auch gelohnt hat, bauen wir jetzt den Markt auch noch. Sonst war ja das Ganze völlig umsonst. Und dann schicken wir mal noch einen Händler auf Reisen. Erst einmal innerhalb des Inlandes, weil ich möchte hier unbedingt eine Straße haben, weil das ein sehr, sehr langer Weg da ist, damit wir hier uns schnell gegenseitig unterstützen können mit Perth und mit Edinburgh. So, hier wieder zurück in die Stadt. Ich habe hier noch einen, kann ich den im Moment für irgendwas gebrauchen, den Handwerker?
die Pferde. Ich könnte ihn da rauf schicken. Ich würde gern die Pferde da haben. Das kostet aber auch wieder Geld. Was kostet das? 100? 150, dachte ich mir. Gut, ich glaube, dann nehmen wir uns doch die Pferde da oben vor. Das ist viel zu langer Weg. 15 Runden, das rentiert sich nicht. Da 15 Runden jetzt dem zu gehen. Schauen wir mal. Der Bogenschütze bleibt da. Ja. Hier mal weiter forschen, was da noch los ist. Vielleicht kommen wir ja doch irgendwie an Nantes vorbei. Katharina von Medici hat Armagh den Krieg erklärt. Ist das so? Die traut sich was. Armagh ist das Stadtstaat, ne? Soweit ich weiß, ja. Nächste Runde. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie läuft das Spiel ein bisschen schleppend, meiner Meinung nach. Was sagt ihr? Wärt ihr schon weiter in Runde 94? Ich vermute fast ja. Irgendwie habe ich. Wir sind alle Gesellen in einem Handwerk, in dem nie jemand Meister wird. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich nicht richtig vorwärts komme. Die Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse, auf die sich die Menschen geeinigt haben. So, wir können die Politik ändern. Was tun wir? Wunder produzieren im Moment keine. Ich brauche Geld. Hier kommt zu wenig Geld rein. Das da nehmen wir mal. Das könnten wir auch nehmen. Tut mir leid, ich muss ja mal ein bisschen überlegen. Gouverneure liefern in der Stadt 2 Loyalität. Ich glaube, Loyalitätsprobleme habe ich im Moment nicht. Das 2 Gold pro Handelswege lohnt sich. Naja, noch nicht ganz. Das werden, wenn der Markt fertig ist und dann der Händler fertig ist, 4 Gold. Im Moment 2 für die nächsten, für einige Runden noch. Lohnt sich nicht wirklich. Reduziert den. Ja, das könnte ich nehmen, aber ist das jetzt für ein Geländefeld lohnt? Pam pam pau. Nimm das mal. Und. Na komm, nehmen wir den Campus hier. Marineeinheiten. Brauchen wir im Moment auch nicht, solange wir den Hafen da noch bauen. Einheiten haben wir im Moment auch nicht viel, dass sich das groß lohnt hier mit den plus 1 Einheiten. Also wo jede Einheit ein Gold weniger kostet, meine ich. Dann nehmen wir doch mal die plus 2 Gold. Dann noch ein bisschen Gold mehr reinkommt. Die Entdeckung der Ausbildung in Schottland schafft die Voraussetzungen für weitere Entdeckungen im Mittelalter. Ja, das ist doch wunderbar. So wollen wir das haben. Ich glaube, wir sind dann in einem goldenen Zeitalter, ne? Ja, in 10 bis 26 Runden wechselt das Zeitalter. Und wir sind in einem goldenen Zeitalter? Oder kommen in der goldenen? Nein, wir kommen in der goldenen Zeitalter. Genau. Wir befinden uns im Moment in einem normalen Zeitalter. Und das nächste wird ein goldenes Zeitalter. Ist das nicht wunderbar? So, mit dem halten wir jetzt hier Wache. Und da gehen wir schon mal rüber. Muss ich schon wieder Geld ausgeben. Wir brauchen eine neue Ausrichtung.
eine neue Ausrichtung. Was nehmen wir? Bonus für der Legion, das ist überhaupt nicht unser Gebiet hier. Aber ich möchte gern zur Monarchie rüberkommen. Das geht mir wieder nur mit zwei Tempel schneller, also kann ich das Eureka bzw. die Eingebung hier vergessen. Ich gehe trotzdem mal diese Richtung da. Ah, da brauche ich ja eh noch alles. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. So, es gibt einen Gouverneur-Titel zu vergeben. Mal schauen, ob die Beförderung für den was bringt. Plus 20% Produktion für Campusgebäude in der Stadt. Ja doch, ich würde sagen, das machen wir mal. Wenn wir dann die anderen Städte mal Campi, ist das die Mehrzahl von Campus? Oder heißt das ganz banal Campusse? Das ist wie mit dem Globus meiner Meinung nach. Aber ich glaube, Globusse ist heutzutage auch richtig. Zu meiner Zeit hieß es noch Globen. Ja. Ich weiß es nicht. Mit der neuen Rechtschreibung komme ich nicht so zurecht, muss ich ehrlich eingestehen. Ich bin da noch so eher alt eingesessen. Mit der alten Rechtschreibung vertraut. Sagen wir mal so, mit der Rechtschreibung, wo man noch denken musste. So, wie erwartet, komme ich hier nicht weiter. Und ja, ich möchte jetzt... Obwohl, wir könnten die mal fragen. Wir könnten die doch mal fragen, ne? Ob die uns da offene Grenzen gewährt. Das machen wir mal. Abkommen. Wir möchten gern offene Grenzen. Und in der 10 Gold pro Runde sicher nicht. Ich biete ein Gold pro Runde, ne? Einverstanden. Liste, wusste ich doch. So, jetzt haben wir dann offene Grenzen und dann können wir dann durchfahren und für ein Gold pro Runde, naja, mein Gott. Hat sie 30 Gold mehr. So, was bauen wir jetzt hier? Da haben wir jetzt den Regierungsplatz abgeschlossen. Jetzt schauen wir, welches Gebäude am sinnvollsten wäre. Plus 1 Annehmlichkeit und plus 4 Wohnraum in Städten mit Gouverneur. Ja. Minus 2 Loyalität in Städten ohne Gouverneur. Also dieses Wort Loyalität, ich finde es gar nicht so einfach. Sprecht es mal ganz schnell 10-mal hintereinander. Loyalität, schon vorbei. Verleiht plus 1 Gouverneurtitel und schaltet das republikanische Vermächtnis, die republikanische Vermächtnispolitikkarte frei. Aha, die Ahnenhalle. Da werden Siedler schneller produziert und zwar um 50%. Und neue Städte erhalten sofort einen kostenlosen Handwerker. Auch nicht schlecht. Und der Thron des Kriegs hat die Eroberung einer friedlichen Stadt gewährt 5 Runden, 20% Produktionsbonus in allen Städten. Aha. Also ich finde die Ahnenhalle nicht schlecht. Aber ich bin für eine Audienzzahl. Ja, Wohnraum ist immer gut. Annehmlichkeit kann man immer brauchen. Das mit der minus 2 Loyalität ist natürlich blöd, aber da müssen wir uns halt noch ein paar Gouverneure holen. Aber das im Moment, wie gesagt, haben wir keine Probleme, was Loyalität betrifft. Also können wir uns das einmal erlauben. Dann machen wir den Ding. Und wir können ja schon wieder einen Gouverneurstitel verteilen. Und dann holen wir uns doch gleich einen. Und zwar überlege ich, ob wir das noch, können wir den offen lassen? Ob wir den dann gleich da hinsetzen? Obwohl das, glaube ich, Kopfwegsprunger ist. Die dürfte genauso... Schauen wir doch mal, wir haben doch eine Loyalitätsmaske hier, Schablone.
Ja, hier kriegen wir viel Druck von Holland. Die zwar auch von uns. Schauen wir mal hier rein in die Stadt. Loyalität 100 von 100. So, wir haben Loyalität 27 pro Runde. Ich würde mal sagen, es ist nicht zwingend notwendig, dass man hier jetzt unbedingt an Gouverneur einsetzen. Das werde ich mir lieber aufheben für die neue, Stadt. Die ist noch nicht so kräftig. Da stehen die Bürger noch nicht so hinter uns, weil sie uns noch nicht kennen. Ist ja erst neu gegründet, die Stadt. Und deswegen würde ich das erst einmal. Na, ich muss einen Gouverneurtitel vergeben. Aber ist auch kein Problem. Ich kann den ja neu zuweisen dann später. Dann, wen nehmen wir da? Die Stadt liegt am Meer. Da ist doch, glaube ich, diese Landvermesserin nicht schlecht, ne? Alle in dieser Stadt haben ihre Handwerker erhalten bloß eine Ladung. Produktion für Gebäude, Stationen und Regierungsbilanz. Eine Fischzucht mit für Küstenfälle gibt plus eine Nahrung. Ja, das gefällt mir, die nehmen. Die setzen wir jetzt einmal nach Harrington. Und dann haben wir auch einen neuen Gouverneur bekommen. Kann ich mir das Feld da kaufen, da bin ich zwar schon wieder pleite, aber dafür, ich habe die Karte genommen, dass ich es günstiger bekomme, deswegen holen wir uns jetzt hier die Pferde und hier können wir jetzt durchfahren, dafür zahlen wir schließlich ein Gold pro Runde, ich wollte schon sagen pro Monat. Aber ich glaube, hier wird nicht in Monaten gemessen. Also zumindest nicht von der Zeitverlauf her. Ja, nächste Runde würde ich sagen. Und nochmal einen Schluck von Flankenzucker. Prost. Entschuldigung für den Räusperer. Musste mal sein. Damit der Frosch im Hals rausspringt. So, wo? Ich habe eine Beförderung verdient. Warum habe ich eine Beförderung verdient? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wofür ich die Beförderung bekommen habe. Aber es soll mir recht sein. So, wir können einen Gesandten wieder vergeben. Und das machen wir auf jeden Fall hier, bevor der uns jemand hier den Suzerän-Titel streitig macht. Das können wir auf keinen Fall zulassen. Diesen Titel möchten wir gerne behalten. Denn wir brauchen die Boni. Auf jeden Fall. So, die Galerie kriegt tatsächlich eine Beförderung. Dann nehmen wir jetzt doch mal plus 7 Kampfstärke. Bevor wir wieder an so ein komisches Barbarenschiff kommen. So, hier bauen wir jetzt unsere Siedlung. Und den werde ich jetzt noch nicht neu zuweisen können, oder? Doch, kann ich tatsächlich. Dann gehst du jetzt nämlich direkt nach Cullen. Cullen, wird es Cullen ausgesprochen? Ich hoffe. Bei dir im Moment am wenigsten Loyalität, da weiß man das zu. Und der bleibt erst einmal hier. Produktion. Der Markt ist abgeschlossen. Ja, dann bauen wir jetzt auch unseren Händler. Oh, das möchte ich auch gern haben, die große Bibliothek. Aber jetzt machen wir erstmal den Händler, damit ein bisschen Geld hier reinkommt. Dauert ja nur 3 Runden. Und mit was fangen wir hier an? Der Handwerker wäre natürlich gut, den kann ich mir aber noch nicht kaufen. 33 Runden.
Die kosten oder ja viel Geld, ne? Viel Geld. Also für die Schotten ist das im Moment sehr viel Geld. Jetzt habe ich zugemacht, ich Debbel. Ja, was macht man da? Fangen wir doch mal ganz banal mit dem Kornspeicher an. Den Handwerker kriegen wir schon von irgendwo anders her. Euer Volk lässt sich zu noch nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Entschuldigt, ich werde in Zukunft woanders nach Land suchen. Wir wollen, können wir ruhig versprechen, wir haben nicht vor, demnächst nochmal in der Nähe von hier zu bauen. Noch nicht. Bis dahin ist das mit dem Versprechen wieder vorbei. Was ist das da? Aha. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet. Diese Faust, da ist die gerade übernommen worden? Ist die gerade... Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Ha, okay. Dem Wegen. Könnt ihr mir mal sagen, was das bedeutet, wenn ihr es wisst. So, da können wir dann Handelsweg wieder einrichten. Dann gehen wir doch mal nach Armagh. Einfach wegen dem Gesandten. Kriegen wir noch einen Gesandten. Kriegen wir noch ein bisschen Religion. Ja, ich weiß, Religion ist nicht so wichtig, aber wir haben vielleicht später die Möglichkeit, irgendwas zu bekommen, wo wir Einheiten mit Glaube kaufen können. Und dafür kann man dann die Religion, wenn man schon sonst nicht drauf spielt, ganz gut verwenden. Nächste Runde. Es gibt ja Gott sei Dank viele Möglichkeiten. Wie Handel weigert, denkt vaak dat hij maar van ons kan pakken wat hij wil. Hij heeft het flink mis. Het flinkness, ja. Jene, die den Handel verweigern, erliegen meist im Glauben, dass sie sich einfach alles von uns nehmen können, was sie begehren. Ein großer Irrtum. Habe ich doch gar nicht vor, ich will doch gar nichts von euch nehmen. Wir begehren zwar viel, aber nehmen will ich von euch nichts. Noch nicht. Nein, kleiner Schatz. Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Ja, das ist schön. Dann mach's wieder zu. Und das war's erst einmal mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Servus miteinander, euer Frankenzocker.